Moin, mein Name ist Thomas Malz von T. Malz Immobilien. Wir möchten Ihnen heute eine Immobilie vorstellen, mitten in Schleswig-Holstein, genau zwischen Nord- und Ostsee. Da die Immobilie aber sehr umfangreich ist und super interessant ist, habe ich mir heute Julia dazu geholt für die Unterstützung. Julia, die normalerweise hinter der Kamera steht, ist heute hier bei mir und wir möchten gemeinsam einmal über diese Immobilie sprechen. Hallo Thomas, schön, dass ich dabei sein darf, auch vor der Kamera. Wir sind ja einmal schon über das ganze Grundstück gegangen, haben uns die Immobilie von innen angeguckt. Aber meine erste Frage, was hat dich bewogen, dieses Objekt aufzunehmen? Ja, das waren eigentlich schon die ersten Sekunden, als ich hier aufs Grundstück gefahren bin. Also ich habe mich im Prinzip direkt schockverliebt in diese Immobilie. Ich konnte schon mal Blicke werfen in die Natur hier und ja, wie sagt man so schön, Liebe auf den ersten Blick. Ja, man spürt förmlich, dass hier ganz viel Geschichte steckt. Erzähl mal ein bisschen, wie weit geht die zurück? Ja, ich mache mal so einen groben Aufriss. Also überliefert ist, dass hier schon im 13. Jahrhundert haben sich Mönche niedergelassen, die hier ein Kloster betrieben haben. Die eigentliche Mühle ist im 17. Jahrhundert entstanden. Ja, da hat man gleich auf kurze Wege auch hat man daran gedacht. Und zwar, die Mühle ist halt gleich in Verbindung mit dem Haupthaus gebaut worden. Gleich daneben an ist ein Stall entstanden und ein kleines Backhaus. Das war jetzt ein bisschen die Historie. So war es früher. Wie ist denn heute der Ist-Zustand? Was ist hier jetzt heute? Genau, also dieser Mühlenbetrieb ging tatsächlich noch bis ins 20. Jahrhundert rein. Dann wurde die Mühle nochmal ersetzt durch eine Turbine. Die Turbine ist dafür da, dass die tatsächlich Strom macht für das gesamte Haupthaus. Dann jetzt im 21. Jahrhundert haben die Eigentümer den Stall einmal umgebaut. Dort sind vier wunderschöne Ferienapartments entstanden. Das Backhaus wurde wieder neu aufgebaut. Das ist in der Zwischenzeit mal ein bisschen verfallen. Jetzt ist es wieder neu aufgebaut worden. Man kann es auch wieder betreiben. Und das Haupthaus ist eben halt nochmal richtig schön saniert und restauriert worden. Also eine beeindruckende Geschichte, die hier hinter den Mauern oder auf dem Grundstück steckt. Das klingt für mich aber so ein bisschen nach Denkmalschutz. Liege ich da richtig? Ja, das stimmt. Wobei ich tatsächlich in diesem Falle finde ich es richtig gut, dass dieses Gebäude und auch der Hofplatz unter Denkmalschutz stehen. Also ich finde, solche Gebäude sind so charmant, dass man sie einfach erhalten muss. Also es macht Sinn, so ein Gebäude mit diesem Fachwerk hier vorne zu erhalten. Die Fenster, die Dachform und auch diesen wunderschönen Hofplatz hier vorne. Denkmalschutz am Gebäude. Ich würde aber mal tippen, dass Naturschutz hier auch eine große Rolle spielt. Wenn ich mir diese riesengroße Eiche angucke, steckt da bestimmt auch noch was hinter, oder? Genau. Also hier auf dem gesamten Grundstück sind ja sehr viele Bäume auch. Also man hat hier sogar einen kleinen Wald. Und das Baumthema ist ja immer sowieso sehr sensibel. Und dann diese Eiche ist auch sehr besonders. Es ist ein Kulturdenkmal. Die hat einen Umfang von 6 Meter und ist, finde ich, mehr als nur ein Hausbaum. Also die gibt einen unheimlich viel Kraft, strahlt Energie aus. Also passt einfach hier aufs Grundstück drauf. Energie kommt aber nicht nur von dieser Eiche. Also wir sind jetzt hier auch sehr weit in die Tiefen des Grundstückes gegangen. Wasser spielt auch eine ganz große Rolle. Erzähl mal, was fließt hier über das ganze Grundstück? Zu einer Wassermühle gehört natürlich auch ein Mühlenteich, der gleich hier angrenzend am Grundstück liegt. Der Mühlenteich wird gespeist vom Bistensee über die Stente, deshalb auch der Name der Immobilie, die Stentenmühle. Der Überlauf von dem Mühlenteich fließt in die Sorge wieder in die Eider und dann hat man auch die Verbindung zur Nordsee, die fließt dann natürlich in die Nordsee rein. Und der Eigentümer hat hier nochmal eine kleine Abzweige auf dem Grundstück von diesem Überlauf, hat da selber künstlich einen kleinen Bachlauf hier installiert, zwei wunderschöne Seen. Und dadurch hat man hier auch eine ganz, ganz besondere Atmosphäre auf dem Grundstück. Jetzt bin ich nur einmal mit dir hier rüber geschritten. Du warst schon ganz oft hier. Ich kann mir vorstellen, dass du bei jedem Besuch was ganz Neues entdeckt hast. Und sicherlich auch nicht nur von diesen Besitzern, sondern auch von vorherigen Besitzern. Ja, war genau so. Also ich war hier tatsächlich schon öfters mal und bin hier auch einfach nur mal so spazieren gegangen. Man braucht hier gar nicht von den Grundstücksgrenzen weg, weil man kann hier auf dem Grundstück das selber jeden Tag erkunden. Hier gibt es viele Wege,
Hier gibt es viele unterschiedliche Wege und das Grundstück ist ja, finde ich, sehr spannend aufgebaut. Man hat hier so einen kleinen Hang, man hat hier einmal so ein ganz großes flaches Stück. Man hat hier sehr viele Plätze, wo man sich hinsetzen kann, wo man entweder einen schönen Weitblick genießen kann oder einfach, wo man eine kleine kuschelige Ecke findet, einfach zum Entspannen. Und jeder Eigentümer dieser Immobilie hat hier einfach ein wenig was hinterlassen. So. Also überall sieht man so Kleinigkeiten, die auf die Eigentümer schließen. Bisschen Kunst ist hier verstreut auf dem Grundstück. Viel nette angelegte Beete und Holzschnitzereien und so weiter. Also wunderschön eigentlich. Thomas, jetzt waren wir in der Vergangenheit. Wir sind im Ist-Zustand. Wie kann die Zukunft dieser Immobilie aussehen und des Grundstückes? Ja, ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und zwar als erstes mit der Ferienvermietung kann sofort begonnen werden. Also die stehen bereit, möbliert, werden die auch verkauft, so wie man das hier auf den Bildern sieht. Dann gibt es das Haupthaus. Da ist noch sehr viel Potenzial im Dachgeschoss. Das gesamte Dachgeschoss ist bis jetzt frei. Man hat da Möglichkeiten, das noch mit als für die eigene Wohnfläche zu nutzen oder vielleicht sogar kleinere Wohneinheiten dort reinzubauen. Das gesamte Erdgeschoss ist so, dass man auch direkt einziehen kann. Und der Keller, glaube ich, bietet noch ganz viele Möglichkeiten für eine Werkstatt, für kleine oder große Hobbys, vielleicht für einen kleinen Wellnessbereich oder so. Also da ist noch super viel möglich. Ich gehe nochmal zurück, Stichwort Apartments. Was macht den Reiz dieser Apartments aus? Warum werden sie gegebenenfalls gut gebucht und welche Rolle spielt dabei die Lage? Also erstmal, das, was ich vorhin über das Grundstück erzählt hat, ist natürlich auch was super Schönes für Leute, die hier Ferien machen wollen. Die haben hier einmal so einen eigenen privaten Bereich, wo sie wirklich richtig entschleunigen können. Sie haben hier wunderschöne Natur auf dem Grundstück, können hier im Prinzip spazieren gehen. Von hier aus können sie auch überall noch mal weiter weggehen. Sie haben hier eigentlich alle Freiheiten auf dem Gelände. Und dann, wenn man jetzt von oben guckt auf den Makrostandort Stendenmühle, ist es so, dass es genau mitten in Schleswig-Holstein liegt. Das heißt, man hat es nicht weit zur Ostsee, nicht weit zur Nordsee. Eingerahmt ist es durch den Nord-Ostsee-Kanal. Von hier aus kann man über die A7 schnell zur dänischen Grenze gelangen. Hier gibt es Naturschutzgebiete, Moore, viele Seen in der Nähe, Golfplätze, sowieso Pferdehöfe für die Kinder, Freizeitanlagen für die Kinder, eigentlich alles, was so ein Urlaub auch ausmachen kann. Und man hat da alle Möglichkeiten, entweder laut oder leise. Alles ist möglich. Wie könnten zukünftige Besitzer dieser Immobilie sein oder aussehen oder leben? Was stellst du dir vor? Was könntest du dir vorstellen? Eigentlich die Menschen, die hier aufs Grundstück raufgehen, ein Strahlen im Gesicht haben und den verträumten Blick und einfach zu schätzen wissen, was sie hier eigentlich vorfinden. So, und das ist, glaube ich, man muss das Gespür haben für diese Gebäude, man muss die Liebe zu den Gebäuden haben und einfach auch die Liebe zur Natur. Und ich glaube, ja, dann ist es ein sehr schnelles Verlieben in diese Immobilie. Vielen Dank, Thomas, dass ich dich heute unterstützen durfte. Und ich glaube, wir beide wünschen dieser Immobilie nur das Beste, oder? Unbedingt. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, eine 360-Grad-Besichtigung oder eine Live-Besichtigung vor Ort, dann kontaktieren Sie unser Büro in Satrup. Wir sind gerne für Sie da.